Mein Name ist Rambo und ich bewache die Eingangspforte des Militärlagers Camp Phoenix. Das mache ich schon seit 13 Jahren. Noch bevor die NATO kam, habe ich hier 15 Jahre als Wächter gearbeitet. Als sie kamen und eine Militäranlage bauen wollten, haben sie mich gefragt, ob ich hier als Wächter weiterarbeiten will. Sie sagten, sie würden mir eine Waffe geben, aber ich habe sie abgelehnt. Ich habe ein Messer und ein paar andere kleine Waffen bei mir. Wir alle wissen, das ist Afghanistan und es kann schnell zu Spannungen zwischen Menschen kommen, besonders wenn man eine Rolle wie meine spielt. Manchmal werden Menschen schon wegen Kleinigkeiten wütend. Daher bevorzuge ich es, nur meinen Schlagstock zur Selbstverteidigung dabei zu haben. Ich habe auch meine Stimme als Waffe. Ich kann sehr aggressiv klingen und das macht anderen Angst. Es war gegen 9 Uhr morgens, als ein Auto in die Straße einbog und sehr langsam auf das Eingangstor zufuhr. Wir waren zu zweit an der Eingangspforte. Die anderen Wächter standen weiter hinten. Als das Auto auf uns zufuhr, habe ich den Fahrer gebeten zu halten. Das tat er nicht, also riss ich die Wagentür auf. Dann sah ich zwei Kabel, die aus dem Armaturenbrett herausragten. Ich griff nach den Kabeln. Der Fahrer versuchte, die Kabel miteinander zu verbinden, um die Bombe zu zünden. Also habe ich mit ihm gekämpft. Ich rief dem anderen Wächter zu, dass der Fahrer ein Selbstmordattentäter sei. Er zog ihn aus dem Auto raus und wir verhafteten ihn. Viele haben mir danach gratuliert. Ich wurde zum Luftwaffenstützpunkt in Bagram eingeladen, damit mir ein hochrangiger amerikanischer General Medaillen übergibt. Rambo hat mir Fotos von sich geschickt und ich schickte Fotos von mir zurück. Eins der Fotos hat er signiert, das, auf dem er ein großes Messer hochhält. Er schickte auch einen Brief, in dem hieß es, er würde Rambo lediglich spielen, ich hingegen sei der echte Rambo.